Ich bin Matthias Doldere, Pilot beim Red Bull Air Race. Den Gravitätsgesetzen trotzen, bei enormer Geschwindigkeit, nur wenige Meter über dem Boden. Der schnellste Motorsport in allen drei Dimensionen. Hier ist Kirby Chambliss. Das ist die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft. Spektakuläre Schauplätze auf der ganzen Welt. Mitten in der Stadt, über Land oder Wasser. Das Red Bull Air Race kann praktisch überall stattfinden. Mit Luft gefüllte Pylonen, sogenannte Air Gates, werden zu einem engen Kurs angeordnet. Nur jeweils ein Pilot fliegt durch den Kurs, so schnell wie möglich gegen die Uhr. Start- und Ziellinie ist das schwarz-weiß karierte Air Gate. Maximal erlaubte Einflugsgeschwindigkeit 370 Kilometer. Blaue Air Gates müssen horizontal durchflogen werden, im sogenannten Level Flying. Rote Air Gates müssen mit 90 Grad Schräglage durchflogen werden, dem sogenannten Knife Edge. Zwischen Flügel und Pylonen sind nur wenige Meter, da ist absolut kein Platz für Fehler. Drei Pylonen in einer Linie. Slalomflug durch die Schikane. Vier Pylonen im Quadrat bilden das Quattro. Knife Edge Flying mit einer anschließenden 270-Grad-Wende. Wie hart du die Kurve ziehst, wie eng der Radius ist, welche Linie du fliegst, es gibt viele Wege, das Quattro zu fliegen. Jetzt das Wendemanöver. Hochziehen in einen Loop. Halten. Der Horizont kommt wieder rein. Weiter runter und eine halbe Rolle zurück. Bei einem dreidimensionalen Kurs ist das der schnellste Weg zu wenden und von einem Gate zum nächsten zu kommen. Wird ein Airgate zu hoch oder in einem falschen Winkel durchflogen, gibt es eine 2-Sekunden-Strafe, 6 Strafsekunden gibt es für das Berühren eines Airgates, Disqualifikation für grobe Regelverletzungen. Unsere Flugzeuge sind leicht, extrem wendig und sehr schnell. Wir fliegen mit einem hochsensiblen Steuersystem. Manchmal sind wir Gravitationskräften von bis zu 12 G ausgesetzt. Das 12-fache unseres Körpergewichts drückt uns in den Sitz. Mit speziellen Techniken für Atem- und Muskelanspannung können wir das Absinken des Bluts verhindern, um Greyout, Tunnelblick oder Bewusstlosigkeit zu vermeiden. Am Qualifying- und Renntag fliegen die 15 Piloten in mehreren Durchgängen. Die schnellsten erreichen das Final Four und kämpfen dann um den Titel. Geschwindigkeit, Präzision, Können und schnelle Reaktionen. Bruchteile von Sekunden können über Sieg oder Niederlage entscheiden.